Das ganze Leben ist ein Quiz. Und Jacqueline sucht die Kandidaten. Endlich darf ich auch mal Game Show Master spielen. Jörg Pilawa und Günther Jauch, ihr könnt einpacken. Einen blauen Umschlag, den ich sehr gern gegen diese U3 eintauschen würde. Nee, ich glaube, ich bleib bei der U3. Wir kennen sie alle. Wir sehen sie manchmal sogar jeden Tag. Ihre Farben reichen von regenbogenbunt bis einfarbig langweilig. Unsere U-Bahn-Stationen. Aber erkennen wir sie auch wirklich wieder? Quizrunde 1. Welche Haltestelle ist das? Sagt mir auch gar nichts. Sieht aus wie Küchenlampen. Kenn ich gut, da war ich schon eins. Ja. Das weiß ich. Das ist Wespenturm? Nein. Yeah! Yes. Woher weißt du es? Nee, ich wohne in die Richtung U1. Okay, also nicht, weil du da immer gern Instagram-Bilder machst, sondern nee, immer auf schön. Facebook. Jetzt wird schwieriger. Runde 2. Da steigt ihr vielleicht aus, wenn ihr auf die Wiesen geht. Tarifenhöfe? Ah, fast! Hauptbahnhof? Nein! Marienplatz oder Sendlinger Tor? Ah, noch eins weiter. ist auf jeden Fall irgendeine U6-Linie, ne? Das ist hoch U6. Goetheplatz? Yeah! Es ist Goetheplatz! Achtung, Klugscheißer wissen, im Tunnel des Goetheplatz wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schwammerlzucht kultiviert. Der blaue Umschlag ist es nicht. U3, Tor auf, bitte. Packen Sie Ihre Koffer, Jörg. Es geht zum Wellnessurlaub auf die Champignon-Plantage. Ganzjährig, angenehm dunkel und feucht, bietet Ihnen diese Schwammerlzucht eine Oase der Ruhe. Diese Station kannten nur wenige. Runde 3. Kenn ich auch, aber mir fällt der Name wieder nicht ein. Ich glaube, es ist nicht Münchner Freiheit. Wurde nach dem zweiten Bürgermeister Münchens benannt. Karl Reisplatz oder sowas, keine Ahnung. Yeah, sehr gut. Obwohl ihr keine U-Bahn-Fahrer seid, wart ihr echt gut. Ja. Die letzte Station ist da echt einfacher. Es müsste Sendlinger Tor sein. Yeah. Der soll jetzt neu saniert werden. Gott, es ist halt gelb, ist jetzt nicht so meine Farbe, aber ansonsten ist die ganz okay. Die Farbe bleibt, aber ist ja auch Geschmackssache. Ab 2022 sollen die Bauarbeiten beendet sein. Ich bin wirklich erstaunt, wie viele Münchner ihre U-Bahn-Station wiedererkannt haben. Und ich als professioneller Game-Show-Master bin wirklich sehr zufrieden mit meinen Kandidaten. Habt ihr sehr gut gemacht.